Hey, ihr Fortnite-Fans da draußen, ich bin Beneos für Gamerhalix TV! Und heute geht es um eine Fantheorie, die ihr vielleicht schon mitbekommen habt auf Reddit oder in den News-Dingern, die ich aber hier auf jeden Fall nochmal erwähnen möchte. Und zwar geht es um das eventuell baldige Ende von Tilted Towers. So oder so, wären wir gerade Zeuge eines mehrstufigen Events, das heißt etwas, das über mehrere Patch-Zyklen unaufhaltsam wie ein Terminator auf uns zukommt. Du hast es bestimmt schon mitbekommen, überall auf Prokübel sind diese Teleskope verteilt und zeigen natürlich gen Himmel. Und was wir dort sehen, ist immer offensichtlicher dieser Komet. Und nein, es ist kein Meteorit und auch kein Asteroid, weil er hat diesen tollen Schweif und das ist halt ein Komet, so wegen Wasser, das verdunstet und so ein Kram. Jetzt sind wir uns alle natürlich einig, dass Tilted Towers nicht das geilste Konzept ist, weil es eigentlich das Midgame so gut wie nicht existent macht, weil 40 Leute in Tilted Towers abspringen und das genau die 40 Leute sind, die dann in der Mitte des Spiels hätten gegeneinander kämpfen sollen. Du springst ab, von 100 bleiben 20 am Leben und das ist dann das Endgame. Tilted Towers sei Dank. Da liegt es natürlich nahe, dass Epic Games diesen Fauxpas, ich mache gerade 7 Ausrufezeichen, Anführungszeichen, Ausrufezeichen auch, mit etwas Subtilen, wie zum Beispiel einen gewaltigen Einschlag eines Kometen, der dann zum Meteoriten wird, wenn er den Boden berührt. Jetzt mal ernsthaft, NASA oder Science irgendwas, wer macht denn die Definition von sowas? Das ist ja Wahnsinn. Ein Asteroid ist etwas, das wie die Erde um die Sonne kreist. Wenn es das nicht tut, dann ist es entweder ein Komet oder ein Meteoroid mit D geschrieben. Sofern der Einschlag auf dem Boden stattfindet, wird aus dem Meteoroid mit D ein Meteorit mit D. Wobei mit Meteoriten eher nur ganz kleine Objekte bezeichnet werden. Aber was ist denn dann ein Komet, der auf die Erde einschlägt? Ein Kometeroid? Das lernt man in der Grundschule. Wie kann man solche Dinge nicht wissen? Okay. Als weitere Hinweise zu dieser Theorie kann man natürlich jetzt hier sich den Battle Pass angucken und findet dort natürlich allgemein das Space-Thema mit den Anzügen und allem drum und dran, Raketen und Stuff. Und zusätzlich gibt es noch Emotes wie Einschlag und Dinosaurier. Es gibt Dinosaurier-Skins, die jetzt so kommen und da gibt es natürlich einen Zusammenhang. Denn dort ist auch ein Meteorit eingeschlagen. Und die Dinosaurier dann so? Eieiei, meine Memes werden auch immer krasser, aber vielleicht heißt es ja in Zukunft dann auch Tilted Towers Ade und dann stehen wir am Rand und singen einfach in die Stadt. Zusätzlich gibt es noch ganz andere fancy Interpretationsversuche, und zwar, dass Bruchköbel, die Fortnite Battle Royale Map, wie wir sie genannt haben, weil sie keinen Namen hat, aussieht wie Polen vom Umriss her und dass Tilted Towers genau da liegt, wo Poznan oder Posen, wie es im Deutschen heißt, liegt, wo Anfang des Ersten Weltkriegs ein Meteorit von 77 Kilogramm oder so gefunden wurde. Das klingt fürs allererste erstmal ziemlich strange, weil man sich nicht vorstellen kann, dass jemand in US-Amerika weiß, wo und was Polen ist, aber findige Reddit-Nutzer haben herausgefunden, dass Epic Games ein Studio gekauft hat namens People Can Fly. Und das ist ein polnisches Studio gewesen, was auch nach Epic Games Poland umbenannt wurde. Und jetzt kommt die Crux, der Gründer hieß Andrzej Poznański, so ähnlich wie die Stadt. Außerdem gründete dieser Mission, nachdem er Epic Games verlassen hat, ein neues Studio namens The Astronauts. Oh mein Gott! Klingt für mich auf jeden Fall schwer überinterpretiert, obwohl wir uns natürlich noch an den Stuhl erinnern, der auch eine Hommage an Chair Entertainment ist. Außerdem wurde der Komet als solches auch als Objekt in den Spieldateien gefunden, das heißt, er ist beabsichtigt platziert worden und nicht einfach ein Teil der Skymap. Außerdem ist es natürlich so, wir haben 1. April, das könnte auch der mega krasse April-Scherz sein, aber es wäre einfach zu cool, um wahr zu sein, wenn sie jetzt hier so episodische Events einbauen, wie wir sie von World of Warcraft oder so kennen, wo über mehrere Patch-Zyklen sich die Map verändert und dann eine Story erzählt wird. Das wäre mega geil. Ich für meinen Teil wäre auf jeden Fall ziemlich traurig, wenn das Event so nicht stattfände. Ich würde mir dann meinen Weltuntergangsskin anziehen und ganz traurig vom Dürrburger in Greasy Grove auf den Untergang warten. Wie auch immer. Wir werden es auf jeden Fall in den nächsten Wochen herausfinden, ob dieser Meteor einfach größer wird oder einfach vorbeizieht oder uns einfach teasern soll, dass sie da auch anfangen, Sachen zu erzählen. Hätte ich richtig, richtig, richtig Bock drauf. Und wie gesagt, habe ich gesagt, finde ich eine geile Nummer. Was hältst du denn davon? Auch was Tilted Towers anbelangt, sollen sie die Stadt zerstören? Stell dir mal vor, da wäre es ein riesen Krater in der Map und du würdest dann einfach, was weiß ich wie lange, dann in einem riesigen Krater kämpfen und hättest dann neue Loot-Spots und so. Ich
fände das schon ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Und damit bin ich durch mit dem Video und ihr braucht auch nicht so lange auf die nächsten Videos warten. Ich habe eine Menge in der Pipeline jetzt, endlich wieder mehr Zeit für YouTube. Dementsprechend, wenn dir das Video gefallen hat und du Bock auf mehr habt, dann lass ein kleines Däumchen da. Wenn du abonnieren möchtest, kann ich dir versprechen, es gibt mehrmals die Woche was aufs Zwerchfell und ins Gehirn zum Wissen, Knowledge Dropping. Und ja, mein Name ist Ben von Gamerholics TV. Ich wünsche dir den schönsten aller Tage, frohes Fest etc. pp. Und mach's gut. Ciao, ciao. Der Einschlag wäre eine Katastrophe, wie es sie seit Menschengedenken noch nicht gegeben hat. Es gäbe Millionen Todesopfer in Tilted Towers. Schlimmer als Double Pump Action im vorletzten Patch. Tilted Towers zum gleichen Schicksal wie die Dinosaurier verdammt. Oder könnte Tilted Towers die Katastrophe rechtzeitig abwenden?